Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 und dem Beagle. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum sitzt die hier im Top rum, obwohl doch März ist und es schweinekalt im März war. Ganz einfach, weil Ashley mich in der letzten Folge, und das habe ich leider erst beim Hochladen der Parts auf YouTube bemerkt, die hat mich nicht nur sterben lassen, die hat anscheinend auch mein Mikrofon gekillt. Die Folgen waren unguckbar. Immer wenn ich gesprochen habe, kam sowas wie ein statisches Rauschen, ein Quieken, Zerren und es war richtig unangenehm. Man konnte dementsprechend natürlich auch nichts vom Spiel hören. Dachte mir da schon, oh no, was machst du jetzt? Wie hast du gespeichert, damit du es nachspielen kannst? Ich musste tatsächlich Kapitel 13 nochmal nachspielen. Das war diese ganze Passage, wo ich diesen Schlüssel für Ashley brauchte, um sie aus der Zelle zu holen. Das heißt, die ganzen Regeneradores musste ich nochmal machen. Und ein Teil von 14. Wir sind hier an der besagten Stelle, wo Ashley mich letzte Mal umgebracht hat. Was soll ich sagen, ne? It is, wie it is. Nochmal, warum habe ich hier auf einmal so viel Platz? No one knows, no one knows. Hier irgendwo ist da auch noch eine Forelle für mich. So. Aber ja, wir wollen jetzt hier Ashley retten, wenn wir den Schalter aktivieren. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das sind zwei ganze Folgen, die mir flöten gegangen sind. Ich muss bis zu einem bestimmten Bosskampf, inklusive des Bosskampfs, das Ganze nochmal machen jetzt. Aber das ist es mir für euch wert. Ich meine, ich kann euch nicht einfach 40 Minuten Gameplay rauslassen. Gut ist. Das geht natürlich nicht. I don't care. Wenn ich nämlich jetzt schnell genug bin, müsste das gehen. Ist du es Sangre? Komm, bin ich drin, habe ich das Encanto-Lied voll im Kopf. Scheiße. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Das hast du losgelassen? Ja, hat sie. Gut, sehr gut. Kein Problem. Bom, Yamanande. Heißt, nicht wundern, dass ich jetzt vielleicht auch anders Munition habe und so und generell irgendwie anders ist. Ich musste es, wie gesagt, Kapitel 13 nochmal spielen. Ich wusste dementsprechend natürlich auch, was kommt. Ich weiß auch, dass ich nicht alles bis zum Schluss spielen muss. Dementsprechend bin ich eben auch ein bisschen großzügiger hier und da mit der Munition und mir ist es auch mal scheißegaler, dass ich vorbeilunze. Den Regeneradores lasse ich jetzt einfach mal Regeneradores sein. Ja, der hat auch mit seinem Job nichts zu tun. Er hat gesagt, wenn der über der Brücke ist, ist mir das scheißegal. Gut, kann ich mit leben. Mir ist es nicht gut, ne? Ich kann mich gar nicht entsinnen, warum ich die am Anfang so schwer empfunden habe, obwohl sie es überhaupt nicht sind. Okay, du kannst. Okay. Bleib hinter mir. Nee. Okay. Ich habe halt keine Schrotmunition mehr. Na gut. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Habe ich, ja. Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Ich habe, glaube ich, sogar zwei Aufträge erfüllt. Gute Arbeit. Sag ich doch, die Rettis. Was kann ich für dich tun? Kaufen. Was hast du denn hier für mich im Angebot? Haha, gute Instinkte, Fremder. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Ja, ja. Wäre das dann alles? Nö. Deine Kohle, ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Jetzt verkaufen. Besten Dank. Ich weiß, die Gegenstände sind fertig, aber ich weiß, dass ich mit einem Auftrag nochmal dahin muss.
Ich weiß nur nicht so ganz, wo ich den Auftrag finde. Ne, falsch. Verzeiht mir, wenn ich etwas ungelenkt bin. Ich habe auch gar nicht mehr viel. Ich würde mal sagen. Sturmgewehr. Maschinengewehr. Das ist die gleiche Munition, ne, Dude? Willkommen! So, was kann ich dir Gutes tun? Nee, nicht die L5. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ach, halt die Klappe. 2, 3. Die hat ziemlich wenig. Die ist nicht so stark, ne? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja. Oh Gott, nein, nein. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich weiß, deswegen bin ich doch da. Einmal kurz reparieren lassen. Wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt muss ich hier noch mal ein paar Wertgegenstände zusammen mischen. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, ich pack doch da keine roten Steine rein. Stirb mir da draußen. Willkommen. Na dann, stirb mir da draußen nicht. Du bist doch nur scharf auf meine Kohle. Fremder. Oh, Junge. Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Oh. Ja, aber ich hab geguckt, ob es eine andere gibt, die besser ist. Oh. Ich hier aber nicht. Etwas Künstlerisches, nicht wahr? Die Stingray, ja. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Ja. Probier mal, ob's passt. Broken Butterfly. Broken Butterfly. Ich wüsste nicht, warum ich die... Hier, wie du es haben wolltest. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ach, das halte ich für ein Gerücht, Junge. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ohne das nötige Kleingeld sind mir leider die... Bist du beeindruckt? Oh, angenehm. Ne, bin ich nicht. Reise. Okay. Jetzt ist mein Koffer hier wieder so unglaublich durcheinander. Alter, der Fisch hier, ne? Der hat eine beschissene Größe. Just saying. So. Erstellen. Nein. Ich habe nicht genug Schrot dafür. Oh. Ja nun, ne? Oh, ich kann dieses eine komische Messer dann noch verkaufen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Das komische Buddha-Messer. Ich kaufe. Danke. Komm. Bitte. Ha, komm gerne wieder. Mach ich doch immer. So, jetzt habe ich hier wieder halbwegs Ordnung drin. Ja, ist klar. Ihr seht's hier. Da bin ich schon bei Neues Spiel Plus angelangt. Was tue ich nicht alles für euch, ihr Lieben? Was tue ich nicht alles für euch? Nein, es stört mich ja auch nicht. Resident Evil 4 ist, und das kann ich euch jetzt schon mal spoilern, ein sehr geiles Spiel. Auffangen. Ah. Mein Held. Ja, natürlich. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, dass sie mich als ihr Held definiert. An dieser Stelle hat mir der liebe Old Goku, ein Streamer, den Tipp gegeben, mit den Granaten bei der Steinmauer nachzuhelfen. Um mir unnötig viel Kämpfe zu ersparen. Vielleicht mache ich das sogar, Leute. Vielleicht mache ich das. Oh nein. Leon! Da. Der Lift. Was denn sonst? Wenn diese Wand nicht wäre. Na gut. Oh,
Ich wollte mich eigentlich noch gut umgucken, ob hier noch irgendwas. Da ist eine Handgranate, eine Blendgranate für mich. Ach komm, scheiß drauf. Habe ich überhaupt noch Granaten? Ich habe nur noch eine. Tja, da wird das eine harte Runde werden. Eine Abrissbirne. Woher kann sie das, Leute? Das mach ich. Mann, ohne Witz, woher kann sie das? Kein Witz. Hat die je Witze gemacht? Lernt ihr sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Aber sie ist doch gar keine Schülerin mehr. Sie ist doch schon Studentin. Jetzt sind sie pisst. Ich kümmere mich um die. Ja, ja. Wie immer, ne? Irgendwas bei dir, Mädel. Wow, wow, wow. Ach. Was, Ashley, was? In den Popo! Ich ein bisschen was. Sie redet mit der Wand. Na gut. Leon! Ah, Digga! Ah, Digga! Ich muss mal weiter hier weg. Aber ich will mir auch den Loot hier vorne holen. Habe ich ein bisschen Angst? Ganz klein bisschen. Ganz. Oh. Kisten. Oh, Ashley, du bist meine Heldin. Nicht. Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, der kriegt einen. Ja. Sehe ich wie Leon. Wer so nett fragt, der kriegt einen Arschtritt. Hauptsache das Mikro macht dich wieder scheiße und ich muss es nochmal machen. Aburniento! Mandanios! Was? Also so irgendwie hast du es geschafft, Mädchen, oder was? Nee, hat sie nicht geschafft. Na, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr ja, nein, eigentlich nicht, aber ist mir scheißegal, Mädchen. Solltest du deinen Beruf machen? Genau, du kannst ja sonst nichts weiter. Das klingt jetzt harscher, als ich es meine. Eigentlich ist diese Ashley schon ganz nützlich.
dagegen ist die Ashley aus dem Original. Ich wollte ja mein Sturmgewehr benutzen. Leute, es hat mich alles so nervös gemacht. Ich kann's nicht. Oh, komm her. Aber ich werde noch Platz für mein Sturmgewehrchen haben. Irgendwo hier müsste doch... Ich frag mich halt, wenn ich jetzt zurückgehe... Ah. Mysteriöse Leiche. Diese mysteriöse Leiche werden wir uns nämlich angucken gehen. Etwas, das ich letzte Mal tatsächlich nicht gemacht habe, weil ich es nicht gecheckt habe, dass die hier ist. Dafür müssen wir nämlich wieder zurück. Weil die mysteriöse Leiche möchte ich mir auch gerne angucken, wenn ich ehrlich bin. Kommen Sie, junge Frau, kommen Sie. Wir müssen wieder zurück. Wenn ich überlege, dass dieses Spiel einfach nur Loading Gates hat. Ist das so? Ich meine, ist das so? Ich meine, muss das so? Ist das so? Wo kann ich Ashley verstecken? Das ist eine wirklich gute Frage, wo ich sie... Inkubations... Da vorne kann ich sie verstecken. Sehr gut. Ashley? Bleib hier. Da rein. Moment. Diese Kiste sollte so nicht sein, warte. Oh. Au. Der hat ja kaum, ich treffe einfach nicht. Okay. Oh. Der hatte ja kaum Dinger drin, ne, Leute? Zu mir. Der hat nach ihr gepfiffen wie ein Hund. Gepfiffen wie ein Hund. Leon, Leon, Leon. Ich muss gestehen, Leute, ich habe nur ganz grob im Kopf, bis wohin ich gekommen bin. Aber egal. Ein Auftrag ist verpasst. Gute Sechs Arbeit. Pnells. Was kann ich dir Gutes tun? Weiß ich noch nicht. Komm jederzeit wieder. Ja, ja, wir gehen aber noch hier runter. Aber nur weil ich gucken möchte, ob ich genug Jetons für euch habe, um was Neues zu holen. Hier nämlich. Ich habe eine neue Schießung. Wird dir bestimmt gefallen. I don't care about die Schießübungen. Boah, das ist nicht schlecht, ne? Wo mache ich das? Ach, oben an der Maschine mache ich das, ne? Ja. Gut, dass mir das in diesem Spieldurchgang natürlich gar nichts bringt. Was haben wir denn? Isabelle. Wipernstellen, 30% mehr Gesundheit, ja. So. Zack. Arbeit ruft. Die Arbeit ruft. Gut, gut. Durst. Ach, der ganze Stress. Das Ding ist, ich wollte schon längst, weil Resident Evil 4 nämlich bald für euch rum ist. Also wenn ihr das seht, das ist ein Part 40 ist es jetzt. Dann kommt ja noch 41, den ich nochmal neu aufnehmen muss. Und es sind insgesamt nur 45, was heißt nur, es sind insgesamt 45 Parts. Und ich wollte eigentlich schon angefangen haben, Resident Evil 7 aufzunehmen. Ja, nun, ne?
Jetzt sitze ich hier und spiele nochmal einen Teil von Resident Evil 4 nach. Ist okay. Kann ich irgendwo mit leben. Ist halt geiles Spiel. Das Spiel hat eigentlich alles richtig gemacht. Und sieht optisch aus wie eine Wumme. Warum ich das sage? Hier, die Survivor ist herausgekommen. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Nein. Ich schätze schon. Nein. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Nein. Was sagst du? Nein. Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Nein, no. Wenn du meinst. No. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Wie Lara Croft das in den ersten vier Teilen gesagt hat, wenn etwas nicht ging. No. 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 Leute, ich hab nichts gegen Ashley, aber Ashley ist immer noch lebensunfähig. Leider. Jetzt habe ich die Flash Grenade da unten gelassen. Egal. Achso, ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Ja, ne? So sieht's aus, Leute. Welcher Bernstein gemeint ist, das erfahren wir gleich. Also nicht gleich. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Der arme Luis. Luis ist einfach ziemlich cooler Sidekick hier in diesem Spiel. Na gut. Leute, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde direkt ich habe zwar Mikrotests gemacht, aber ich werde direkt testen, ob alles in Ordnung ist. Ich sag, das war sehr, sehr prägend. Das war richtig prägend für mich. Und haut rein.